Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute zu einem weiteren Unboxing-Video. Und wie ihr schon seht, boxe ich oder packe ich heute eine Lampe aus. Eine Stehlampe, um genau zu sein. Und zwar handelt es sich um ein Produkt von Aoki. Da hatte ich schon vor kurzem so ein Ladegerät, USB-Ladegerät von Aoki und bin soweit zufrieden damit. Habe das jetzt auch schon jeden Tag im Betrieb gehabt. Der lädt brav und zuverlässig die ganzen Geräte auf, beziehungsweise lässt sie oder betreibt sie zuverlässig mit ordentlich Strom und so weiter. Also das geht soweit alles. Und da ich halt von diesem Produkt dann relativ überzeugt war, habe ich jetzt in einem Auktionsdeal, wie auch immer, das Teil hier gekauft. Ich hatte ungefähr 25 Euro bezahlt mit so einem Gutschein bei Amazon. Ja, und es handelt sich halt, um genau zu sein, um die Aoki Premium Foldable LED Desk Lamp. Also eine Premium faltbare LED-Schreibtischlampe. Das Modell lautet LT-T10 und das Teil halt 12 Volt. So, hier unten dann noch, halt auch dieses Produktbezeichnung, Barcode und so weiter. Auf der Seite auch nochmal die genaue Bezeichnung. Moment, dann hier Go Green, das ist Aoki. Auch wieder so eine umweltbewusste Verpackung, hier dann gar nichts, und auf der Seite halt die Features, Eigenschaften bzw. Produktmerkmale. Provides flicker free natural light, ease for eye, no dark area, no ghosting, no glare. Also es bietet oder liefert ein flickerfreies, sprich halt nicht wie nennt man Flicker? Weiß ich jetzt nicht, aber man weiß, was gemeint ist. Ne? Flicker-free, natürliches Licht. Es soll augenschonend sein, keine dunklen Bereiche, dann kein Ghosting. Ich wüsste jetzt nicht, wie das gemeint ist bei so einer Lampe. Und kein Glare, ihr wisst schon, was ich meine. Oder was es heißt. Dann 180 Grad Rotatable LED-Panel, also halt um 180 Grad rotierbares LED-Panel, 135 Grad vertikal LED und 80 Grad halt der Lampenarm, der 90 Grad vertikal und 80 Grad eben rotierbar ist. Dann steht hier noch Lamp M, perfect for every customer, also sprich, das Teil ist perfekt geeignet, um irgendwelche Positionen zu nutzen. Dann 5 Lighting Modes und 7 Level of Brightness, also 5 verschiedene Lichtmodi und 7 Level of Helligkeit, also von der Helligkeit, ne, hat man 7 Stufen, die man wählen kann. For each mode through touch-sensitive control panel. Also man hat auch noch so ein touch-sensitive oder berührungsempfindliches Control, also eine Steuerungseinheit. No bulb changing troubles anymore. Also keine Glühbirne muss mehr ausgewechselt werden. Dann 1 hour auto-off-timer. Also das Teil kann auch so eingestellt werden, dass sich das Teil nach einer Stunde selbst ausschaltet. Dann 5 Volt, 1 Ampere, USB-Charging, das ist nicht ganz so viel. Also wenn man zum Beispiel so ein Smartphone lädt, ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern. Dann elegant and fashionable folding design, occupies less space, fits perfect in your bedroom or office. Also ein elegantes und fashionable, modebewusstes, faltbares Design. Dann passt in Bereiche, wo wenig Platz ist. Passt perfekt in das Bedroom, ins Schlafzimmer oder ins Büro. Wieso jetzt ins Schlafzimmer, weiß ich auch nicht. Das ist eigentlich eher so eine Lampe fürs Büro halt, ne? Oder für Schreibtische, denke ich mal.
deshalb ja auch Desklamp, ne? Schreibtischlampe. Dann die Specifications, also die Produktdaten, ne, oder Datenblatt, wie auch immer. Input AC 100 bis 240 Volt, also für europäische Stromquellen geeignet. AC 50 bis 60 Hertz oder 50-60 Hertz. Dann Output DC 10 Volt, 1,2 Ampere. Dann 600 Lumen und Lifespan 30.000 Stunden kann das Teil theoretisch funktionieren oder leuchten. Na und dann halt hier noch so diverse Zertifizierungen und so weiter. So, dann mache ich das Teil mal auf. Dazu nehme ich mein Messer des Todes. So. Ups. Einmal verrutscht. So, aufgeschnitten, abgezogen. Und da wär's. Noch nicht. So, jetzt mache ich das Teil hier mal auf. Hier gedrückt und gehalten. Ah, oh nee, haufenweise Styropor, eine tolle Wurst. So. Dann, was ist das denn? Ja, 24 Monate Produktwarranty. Naja, ist sowieso klar. Ist gesetzlich so geregelt. Obwohl, naja, gut, die sagen hier Garantie. Man hat 6 Monate Garantie und danach Gewährleistung. Ne? Wo man dann halt nach 6 Monaten beweisen muss, dass ein eventueller Fehler schon bei Kauf vorhanden war. Oder eine. Ah, das ist hier ein ziemlich günstiges Standard-Netzteil, aber ich denke mal, das tut es auch. GS, CE und so weiter, die ganze Zertifizierung, das ist wichtig. So, und dann die Lampe an sich. Ja. So. Einmal die Verpackung weggelegt. Und das Teil ist mal aus der Folie genommen. Boah, das ist hier gar nicht umweltfreundlich, wie eigentlich die Verpackung so aussagen möchte. So viel Folie, so viel Styropor. Oh. So. Das sieht aber schon mal nicht schlecht aus. Hochglanzlack oder Hochglanzoptik. Hochglanzplastikoptik natürlich. So. Leider kann ich das hier leider nicht anders filmen. So. So sieht die Lampe aus. Und dann ziehe ich einmal das ganze Plastik hier ab. Cool. So. Aha. Gut. So, die Leuchte werde ich jetzt noch nicht ausprobieren. Weil es Tag ist und da bringt das nicht so viel. Da sieht man nicht wirklich, ob das Teil jetzt wirklich hell ist oder nicht. Ne? Das schreibe ich dann bestimmt auch in der Videobeschreibung, ob das jetzt tatsächlich sehr, sehr hell ist oder ob das nicht so ausreicht. Gut, hier sieht man noch ganz gut die Touch Control, also halt die Tasten. Hier kann man diesen Timer einstellen, an, aus. Das weiß ich jetzt nicht genau. Dann hier so ein Schlummerlicht und dann noch die Helligkeit, ne? Je nachdem. So ein ähnliches Produkt konnte man jetzt vor kurzem auch bei Lidl erwerben für 19,99 €. Ja, plus Versandkosten und dann ist man wieder beim gleichen Preis, aber mit weniger Funktion. Ja. So, und dann hinten ist dann einmal dieser Netzteileingang, ne? Und dann noch hier so ein USB-Anschluss. Oh, das
richtig nervig hier mit dem Zeugs. So. Und hier unten, ja, kannst du mal halt. Also ich denke mal für 25 Euro passt das, ne? Sieht ganz nett aus. Kann man, wenn man ein bisschen Platz braucht, zusammenfalten. So. Dann so zusammenfalten. Und kann es irgendwo, sagen wir mal, wenn man es wirklich eine Zeit lang nicht benötigt, irgendwo auf den Schrank oder so, ne? Braucht nicht viel Platz, das ist ganz gut. So, oder eben auch zur Not auf dem Schreibtisch, ne, wenn man nicht so viel Platz hat, ne, dann braucht das halt nur diese Fläche hier. Ist ganz gut. Ja, soweit von mir. Ich denke mal, das Gerät ist ganz gut. Und ich sage, oder beziehungsweise ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.